Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Ausgepackt hier aus dem Hause Modellbau König. Ja, und nach dem Tiger ist ja vor dem Tiger, wie es so schön heißt. Und zwar habe ich hier von Border unter der Nummer BT014 im Maßstab 1:35 Tiger 1 Initial Production Panzerkampfwagen 6 Ausführung E Schwarz Schwere Panzerabteilung 502 Leningrad Region. 3-in-1 steht drauf, aber dazu kleine lustige Geschichte erzähle ich gleich noch etwas mehr. So, ihr werdet euch verwundert die Augen reiben. Hatten wir doch erst einen frühen Tiger. Initial heißt ja eigentlich Vorserienproduktion. Tatsächlich gab es da ein Modell, was ich noch vor gar nicht allzu langer Zeit vorgestellt habe, von der Firma Ryfield Models. Border hat sich dazu entschieden, auch ein Modell rauszubringen. Von den zeitlichen Abläufen sind ja nun wirklich nicht viele Wochen dazwischen. Und dann wollen wir uns mal angucken, was dieser Bausatz hier für uns so bereithält. So, wir haben 13 Spritzlinge plus 2 Figuren in der ersten Auflage, genauso wie ein Alurohr, Ätzteile, Glasigteile, Segmentketten, 2 verschiedene Sortenketten. Auch das ist ganz interessant und schon mal einer der ersten großen Unterschiede zu den Figuren, die ja Ryfield nicht hat. Wir haben einmal eine frühe Tigerkette, praktisch ohne diese Riffel, Griffleisten. Und wir haben einmal spiegelverkehrte Ketten, weil das war das, was zum Beispiel Dragon nicht richtig gemacht hat, beziehungsweise die falschen Ketten reingelegt hat. Die waren ja bei der früheren Variante oder bei diesen ganz, ganz frühen halt mit dabei. 3 verschiedene Deckels haben wir mit dabei und das ist das, was ich in der Einleitung schon erzählt habe. Das sind diese 3 Varianten, weil wir haben da unterschiedliche Staukorb-Variationen und so weiter und so fort. Das Ganze ist zu einem Preis von knapp unter 60 Euro zu haben und wir würden erstmal mit der Anleitung wie üblich bei uns starten. So, da das Modell wirklich ganz, ganz, ganz heiß ist, haben wir hier von Leo, das ist der Hersteller, dem gehört die ganze Firma Border Models, haben wir die Anleitung als PDF zum Drucken gekriegt. Die waren nämlich als das Muster auf dem Weg zu uns noch nicht fertig. Also ganz, ganz heißer Scheiß sozusagen. So, dann sehen wir hier nochmal das schön gemachte Deckelbild. 3-in-1 da. Ja, das war ein bisschen lustig. Naja, ganz nett gemacht. So, und hier ist dann die Teilübersicht. Und hier sind dann unter JB und unter V die 2 verschiedenen Ketten. Also, und wie gesagt, spiegelverkehrt heißt, ich zeige es euch einfach, denn seht ihr das ganze. Ätzteile sind dabei. Hier, ja, der Elefant von der schweren Panzerabteilung. Das Symbol da, so und zu dieser Panzerabteilung, da gebe ich gleich nochmal ein bisschen eine lustige Geschichte. Wir sind aber erstmal hier bei der Anleitung, weil da ist auch das Erste, was mir so einfällt, was ich kritisieren würde. Und zwar sehen wir hier, dass hier die eine Kette ist, die JC1. So, und hier ist dann die andere, aber es wird nicht beschrieben, welche Kette welche ist und vor allen Dingen, welche Kette wo denn genommen werden müsste. Wollt ihr das bei Leningrad darstellen, da waren halt die spiegelverkehrten Ketten drauf. Da müssten halt die genommen werden. Da muss man erstmal sich die beiden Ketten nebeneinander halten, müsste das ganz genau gucken, die einen dann beiseite packen, bloß nicht wegschmeißen, die werden schon nicht schlecht. Da muss man das halt erstmal differenzieren, man muss ein bisschen nachgucken und da wird mich das einfach als Kunde freuen, wenn der Hersteller beigeht, das und das kommt dahin, für die Nassschiebe-Variante, Deckel-Variante, nimmst du bitte das. Dann seid ihr, bin ich schon mal froh und glücklich. Man muss nicht groß noch die Arbeit praktisch des Herstellers dann mit erledigen. So, wir arbeiten uns jetzt hier mal weiter vor. Ich erzähle die Geschichte. So, diese, es wurde als erster Einsatzort, nämlich das war es für die neue Waffe, den Tiger, wurde halt Leningrad Area, so wird das immer betitelt, wurde genommen. So, und eigentlich ist das für Panzer denkbar ungeeignet. Warum? Es ist eine sehr sumpfige Gegend, es ist eine sehr feuchte, sehr nasse Gegend. So, und wenn da jetzt so ein 56-Tonnen-Koloss ankommt, trotz der breiten Auflage, der wiegt natürlich und es musste kommen. Wie es kommen musste, von den 3 eingesetzten Tigern sind tatsächlich, haben sich 2 festgefahren, und zwar richtig festgefahren. Man hat nachts versucht, die zu bergen. Den einen, da ist es gelungen, bei dem anderen, der saß so mit der Wanne fest, so richtig schön festgebappt. Den haben die nicht losgekriegt, haben den Panzer
ja, da stehen lassen müssen. Die Russen haben sich gefreut. Der steht heute in Kubinka, beziehungsweise in diesem, ja, Park da, in dieser Attraktion, steht er drinnen. Es wurde auch nicht gesprengt. Also der ist nahezu, beziehungsweise ist so übrig geblieben, was die russischen Ingenieure übrig gelassen haben. Der wird natürlich dann auf jede Niete untersucht. Und so war der Überraschungseffekt relativ verpufft. Die Russen, die Sowjets haben trotzdem relativ negative Erfahrungen gemacht aufgrund der Kanone, der Einsatzmöglichkeiten des Tigers, aber das ist dann eine ganz, ganz andere Geschichte. So, dann kommen wir mal zu ein paar Unterschieden und die sehen wir hier, nämlich bei der Nummer 100, diesem berühmten Elefantenohren-Tiger. Da haben wir hier die Staubkörbe jeweils links und rechts. Auch das scheint sich nicht ganz durchgesetzt zu haben. Ansonsten hätten wir das ja, außer bei diesem Tiger bei der 100, sonst auch woanders gesehen. So, und wer diesen Staukorb sich mal genau anguckt, ja, richtig, genau, das ist ein Staukorb vom Panzer 3. Da hat nämlich die Besatzung gesagt, das ist irgendwie alles doof, wir können gar nicht mal unsere Flaschen oder irgendwas irgendwo hinpacken. Deswegen wurde das feldmäßig nachgerüstet und die ersten Tiger hatten tatsächlich vom Panzer 3, 4 hatten die halt diese Staukörbe hinten dran geschweißt. So, das ist eine der Deckelvarianten und da bitte nicht durcheinander kommen. Tatsächlich zeige ich euch jetzt vier Bilder, aber das Nassschiebebild, das eine wiederholt sich. Der einzige Unterschied oder der große Unterschied ist dann, dass das eine Wintertarnung ist und das andere nicht. Hier haben wir nochmal Wintertarnung mit der 3 und hier ist die 100 mit diesen berühmten Ohren und hier ist nochmal die 100 ohne Wintertarnung. Im oberen Bereich kann man wieder schön sehen, da sind dann die Farben aufgeführt. Im unteren Bereich die Alterungsmittelchen der Firma Amo auf MIG und hier, naja, das übliche Abschlussbild vom Hersteller, das kennt man und das mag man so. Und dann würde ich sagen, kommen wir endlich mal zu den Kunststoffteilen. Ja, ganz interessant ist, dass es gab wirklich jahrelang gab es nur das Modell von der Firma Dragon, wurde damals sehr gefeiert, gab es mit Figuren, die gefilmt haben und Magic Tracks und jede Menge Pipapo und es wurde richtig groß aufgeführt. So, und in der Zeit, wo ich mal meine Sachen erzähle, zeige ich euch natürlich die Teile hier. Also das war die 62 53 oder 52, auf jeden Fall die Erleuchtung für mich damals im Modellbau, wird heute auch noch bei einem Auktionshaus relativ groß gehandelt, zumindest in der ersten Auflage sehr gehypt, das ganze Modell damals. So, und das war ja schon richtig was. Wie gesagt, die falschen Ketten lagen mit drinne, das haben die Experten dann ganz schnell festgestellt. Dann ist wirklich jahrzehntelang nichts passiert. Dann kam Dragon mit einer Wiederauflage und fast pünktlich dazu hat Reifelt sich denn dazu entschieden. Ich bringe jetzt auch mal eine Initial Version raus. Hat die fast die gleiche exakte Variante hier rausgebracht und kurz danach habe ich hier das Modell von Border. So, und der aufmerksame Zuschauer, der kann sich dann gerne beide Varianten angucken. Wie gesagt, wir haben beide hier vorgestellt. Was dann besser ist von der Detaillierung, vom Preis-Leistungs-Verhältnis, das könnt ihr sicherlich viel besser beurteilen als ich. Was ich hier auf jeden Fall gesehen habe, ich habe auf den Bandagen habe ich einen Herstelleraufdruck. Vielleicht habe ich den. Könnte man den, also er ist relativ klein. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Wir haben vier Angustellen, die wir da versäubern müssen. Da bin ich immer nicht so ein Riesenfan von. Es gibt auch Firmen, die schaffen das anders. Dann haben wir Schleifmuld gegossene Teile. Dann hier hinten die Auspuffhalterung. Ist sehr schön dargestellt, dass das ein bisschen angeraut ist, halt von diesem, ja, Guss- oder Gießprozess, das ist ganz nett gemacht. Die ganzen Details sind hier drauf. Wir haben ja relativ viele kleine Teile schon mit Flügelschrauben versehen. Also von der Machart ist das schon mal richtig, richtig gut gemacht, ist hochwertig. Auch hier, dass die Lüfter hier so wiedergegeben sind. Und ich möchte ja nicht groß unken, aber meiner Meinung nach wurde da bei dem Branchenprimus, was deutsche Fahrzeuge angeht, von Dragon abgekupfert, meiner Meinung nach, weil exakt so wurde das damals auch dann schon mal hergestellt. So, Ketten habe ich euch ja versprochen. Da haben wir hier einmal den Spritzling JB und ich vermute mal, dass das die spiegelverkehrten Ketten sind. Aus dem einfachen Grunde, da hier auch die Bauteile für diese, ja, Segelohren, Elefantenohren sind und
spiegelverkehrten Ketten, dann braucht man natürlich nur eine Seite, die dann ergänzt wird, weil ein die andere Seite passt dann. Also da bitte gucken, das Ganze in Segmentbauweise ist natürlich für uns als Modellbauer recht freundlich gehalten. Warum? Man hat nicht die ganze Arbeit, man muss nicht jedes einzelne Kettenglied ankleben, sondern eine Vielzahl der Kettenglieder entfällt schon auf diese Segmentstücke. So, und eins hätte ich da gleich noch zu möpern, was meiner Meinung nach hätte nicht sein müssen, aber erstmal genießen wir hier die schön gemachten Teile. Auch schön hier der Verschluss, wo ja praktisch der Zugriff von anderen Kameraden auf die Habseligkeiten der Panzercrew dann gegeben ist. So, und was hier noch positiv auffällt, die Verschlüsse sind ebenfalls schon angegossen hier vom Werkzeug und das richtig gut. Da gegebenenfalls noch ein ganz bisschen das Ganze dünner schleifen und dann ist das wirklich tippitoppi. So, ein bisschen was zu meckern habe ich natürlich auch. Und auch das hätte man sich besser machen können. Wir haben hier pro Kettenglied 1, 2, 3, 4, 5 Angüsse, die wir da versäubern müssen. Da kommt einiges zusammen. Von der Qualität kann man gar nichts sagen, die ist wirklich richtig gut gemacht, sollte soweit passen. Da gab es immer noch ein Problem mit den Führungszähnen hier, ob die durchbrochen worden sind oder nicht. Ich hätte jetzt mal in die Unterlagen können, wenn ich jetzt ein bisschen mehr Zeit auf der Arbeit gehabt hätte, weil ein Problem gab es da, eines hätte geschlossen werden müssen und das andere nicht, aber da bin ich mir nicht ganz sicher und da möchte ich dann auch keinen Quark erzählen. So, zweimal den Spritzling JC haben wir hier und dann bleibt einmal dieser Spritzling und da habe ich gleich, wie gesagt, ein bisschen was zu meckern gehabt, weil die Einzelkettenglieder hier, die sind doch tatsächlich bis auf die beiden und die alle so, dass wir die einzelnen Führungszähne hier ankleben müsst und da habt ihr natürlich nicht nur dann die einzelnen Kettenglieder, die da versäubert werden müssen, sondern ja, diese kleine Strafarbeit. Gut, kann man so in Kauf nehmen. Dafür ist die Kette wirklich super detailliert und wenn ich euch was empfehlen kann, das hat der Hersteller schon mal gar nicht so schlecht gemacht. Also ein ganz kleiner Lichtblick sozusagen. Schneidet das Ganze hier ab. Das passt, wenn das so ähnlich gemacht ist wie von einem Mitbewerber hier drauf. Kleber drauf, das anziehen lassen. Dann könnt ihr das hier schön abkleben. Und hier müsst ihr mal gucken. Ich würde mir die hier und hier jeweils abtrennen, die dann hier raufsetzen, weil dann schießt ihr das nicht mit der Pinzette oder mit der Hand durch die Gegend. Also handwerklich ist das ganz gut gemacht. Ein paar Auswerfermarken sind in dem Kettenglied drinne, aber das ist eigentlich egal, weil ihr seht davon nichts. Durch das Schachtellaufwerk des Tigers und den breiten durch die breiten Antriebslaufrollen und so weiter, seht ihr davon eigentlich gar nichts mehr. So, dann geht es weiter und mit diesen Teilen, wobei ihr die oben den Kettenschutz oder den Auspuffschutz, den braucht ihr eigentlich nicht, der war bei den frühen Tiger nicht dabei. Ein paar Teile, die diesen ganz, ganz, ganz frühen Tiger zu einem frühen Tiger machen, dazu kommen wir noch. Hier aber jede Menge Werkzeuge, Anbauteile und auch sehr, sehr schön detaillierte Luken und auch hier die Seitenvorgelege, das gucken wir uns eben mal auf jeden Fall hier an. Also von der Detaillierung hier, da könnt ihr echt nichts verkehrt machen. Das ist eine richtig schöne Sache. Das sind auch keine, ich sag mal, Fantasietiger, sondern das sind wirklich real existierende Tiger. Den einen, wie gesagt, den könnt ihr euch, ich glaube Patriot Park heißt das Ding jetzt, könnt ihr euch angucken. Der ist tatsächlich, ja, den haben ja die Sowjets damals geborgen und dann natürlich dementsprechend auf Herz und Nieren geprüft. So, dann drehen wir das Ganze mal um. Hier die Pfeife Luftfilteranlage und dann hier auch noch weitere Anbauteile, hinten die Fender, Werkzeuge und eine ganze Batterie im Slide-Mold produzierte Bauteile, was uns natürlich sehr, sehr erfreut. So, von der Qualität kann man wirklich echt gar nichts sagen. Wäre natürlich schön, wenn das Ganze dann auch so super schmatzend zusammenpasst. So, dann haben wir hier einen ganz interessanten Spritzling und zwar den Spritzling Gustav. So, und hier gleich mal den Augenmerk dann da drauf legen, wie hier die Schweißnähte angenäht sind, angelegt sind, nicht, sind ja nicht angenäht. Dann haben wir hier ein einteiliges Kunststoffrohr, was einen guten Eindruck macht. Die Teile hier, also das Angussstück praktisch von der Kanone, das haben wir hier, die Mündungsbremse, das MG vorne, das ist soweit alles dabei. Und von der Qualität her ist das richtig, richtig gut gemacht.
So, hier habe ich das ja eben schon über den Klee gelobt. Dann guckt euch das hier selber mal an. Denke mal, das passt ganz gut. Und auch hier der Kommandantenturm. Ja, da gab es dann ja ein bisschen Probleme mit. Bei direkten Schüssen auf diesen Kommandantenturm, auf diese Art und Weise, der Panther hatte ja die Ausführung D einen ähnlichen. Da gab es nämlich Probleme. Ist da ein Schuss direkt drauf getroffen? Ist diese Kommandantenkuppel oft abgeschert worden? Ganz ärgerlich, nämlich da war ganz oft der Kopf oder ein Teil des Kopfs vom Kommandanten noch mit drinne. Das ist in dem Fall ja eher ein bisschen ungünstig. Ja, deswegen wurde diese andere, diese rundere, geschossabweisende Form dann mal ins Leben gerufen, einfach um ja Mensch und Material ein bisschen zu entlasten und ein bisschen zu schonen. So, Bauteile hinfort. Dann habe ich hier die Figuren. Sind zwei Winterfiguren. Ich glaube, der Leo, der mag einfach den Winter. Irgendwie vom Flak waren ja auch schon die Figuren in Wintertarnung. Gucken wir uns mal an, wie gut das gemacht ist oder wie schlecht. Aber was ich hier gesehen habe, sehr gute Spritzgussqualität. Das sieht gut aus. Proportional passt das soweit auch ganz gut. Gewehr hat der Infanterist hier mit dabei. Den Winterkragen passt ja zu der Winterzeit 42, Jahresübergang 43. So, die andere Seite mal. Helmchen, alles dabei. Hier haben wir dann den Commander. So, und dem hätte ich einzig und alleine, dem hätte ich ein Schiffchen hätte ich dem verpasst und nicht diese Mütze, die kam doch, das ist ja die M43, die hätte ich dann, ja, ich sag mal historisch korrekt, hätte ich dem Kommandanten einfach eine Schirmmütze verpasst oder einfach das Schiffchen, weil die ist schon relativ oder in der zweiten Hälfte des Krieges erst gekommen. So, dann habe ich hier eine einzelne Wanne, kann man sehr gut erkennen, was es ist. Sehr schön hier dieses gebogene Teil. Auch hier, wo das unterbrochen war, haben wir eine schöne Schweißnaht. Aber was will ich da reden? Da ist ja selber sehen besser als tausendmal das Ganze hören. Das von den Schweißnähten, von der Detaillierung her, ein schön gemachtes Modell hier. Auch das weiß, wie gesagt, echt zu gefallen. Wenn Leo das noch in den Griff kriegt mit den Anleitungen, mit diesen kleinen Sachen, dann wäre das natürlich echt ein richtig tippitoppi Bausatz. So, und der größte Spritzling, den kriegen wir kaum rein hier in die große Übersicht. Den haben wir hier. So, und hier ist nochmal das frühere Dach. Das schließt sich nochmal an. So, und hier ist auch der Staukorb vom Panzer 3-4. Und hier haben wir auch diese Tiefwarteinrichtung. Die ersten Tiger, die waren nämlich tiefwartfähig. Wurde dann aufgegeben, weil ja das Ganze war obsolet. Die haben sich dann irgendwie festgefahren, wenn der Untergrund zu schlammig war und so weiter und so fort. Die Turmhälften, die haben wir hier beide separat. Da, wo der große Zapfen ist, wo die Kanone drinne befestigt ist, kann man hier sehr schön sehen. Auch da Schweißnähte. Dann sind hier die im Slide-Mode hergestellten Bauteile. Das heißt, dass wir da bewegliche Form haben, was dann ermöglicht, dass hier das Ganze hohl dargestellt ist und so, dass man den Eindruck dann auch bekommt, dass da dann auch etwas hintersteht. So, die einzelnen Bauteile gucken wir uns hier schön an. So, und das ist natürlich ein großer Unterschied zu dem späten Tiger beziehungsweise zu diesem mittleren Tiger, der mit dem Ritterkreuz ja noch oder schon veröffentlicht worden ist. Und auch hier ist der Hersteller dazu übergegangen, so wie die meisten anderen, dass diese Panzerung hier, um auf diese korrekte Stärke zu kommen, auf diese Besonderheit, dass man das schön zeigen kann, dass die dann zusätzlich aufgeklebt werden. So, hier die Staukiste, die anderen Anbauteile. Ich gehe dann hier einmal schön ran. Gucken uns das hier mal im Einzelnen schön an, so. Und interessanterweise, das wurde anders gemacht als jetzt bei anderen Bausätzen. Da werden dann die Ätzteile draufgeklebt. Die sind dann nicht so, dass das praktisch ein Bauteil für sich ist, sondern es gab ja verschiedene Riffelarten.
die da genommen werden konnten. Ich glaube, Dragon hat damals da drei oder vier verschiedene raufgelegt. Da hat sich die Firma Border hier für einen entschieden. Dann haben wir dieses Bauteil noch, die Klarsichtteile. Ja, ein Stück absolute Katastrophe Fahrradseil hier, das finde ich echt immer richtig doof, weil das Einzige, wie man das hier bändigen kann, das ist wirklich, indem man das ausglüht, das heißt, ihr fixiert irgendwo am besten feuerfeste Unterlage, geht dann mit einem ja, Brenner dabei. Manche haben sowas in der Küche zum Beispiel, um hier Creme Brûlée oder so zu machen und dann wirklich bis das glüht. Und dann könnt ihr das dementsprechend dann in die Position hinbringen, weil ihr seht das hier selber super ja, hartnäckig, das Zeug. Ich sage immer ganz gerne Fahrradbremsseil dazu, hat bestimmt einen anderen Namen, aber ja, in meiner Einfachheit habe ich das einfach mal so genannt. So, dann haben wir hier die Klarsichtteile. Erfreulicherweise kommen die für den Kommandantenturm hier als Ring. Das heißt, das haben die Jungs auf jeden Fall besser gemacht als die Firma Dragon damals. Da musste man nicht jedes Teil einzeln ankleben, was eine ziemliche bescheidene Arbeit ist. Dann haben wir hier einen, ja, ich sag mal, mittelgroßen Etzeilbogen, der sich dann, wie man das schön sehen kann, in der Hauptsache um die Lüftergitter hier beschränkt, die großen und die kleinen Lüfter, dann noch ein paar Kleinigkeiten hier und dann vorne diese Riffelbleche vorne für die Kettenabdeckung. Das Material ist so, ich sag mal, mittelstark, ein, zwei Mal hin und her biegen kann das gut ab. Wie immer die Schutzfolie hier abziehen, dann kann das auch nicht weg unten. Dann würde ich ganz vorsichtig mit Schmirgelpapier rübergehen, das Ganze dann mit Sekundenkleber geklebt. Nur die Ränder, sonst, ihr habt das ja gesehen, wie fein und filigran das ist, habt ihr das nämlich überall und das wäre dann natürlich richtig ärgerlich. So, ein klein Dickelbogen, wie immer bei der Firma Border festgetackert. Denke ich mal, das sieht ganz gut aus, beziehungsweise es beschränkt sich, hier kann man sehen, es beschränkt sich nur auf die, also der Trägerfilm auf das jeweilige Dekel, das ist nicht noch irgendwie größer. Die 102 mal die 123, die 32 mal zwei Balkenkreuze und dann der große Elefant. Und dann sind wir mit der Vorstellung auch schon durch. Schwupp. Ach, hier kann man es nochmal sehen, zeige ich doch nochmal glatt. Hier sind dann die drei Dickel-Varianten mit den vier Farbbeispielen. Und hier, das möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten, hier wurde ein fertiger Panzer schon mal gebaut. Ganz nett das Ganze wiedergegeben. So, und dann komme ich jetzt zu meinem Wort des Sonntags. Ich würde dem Bausatz von 10 Sternen, würde ich den 8 vergeben. Die zwei sind Abzüge, habt ihr ja gesehen. Kuddelmuddel so ein bisschen mit der Anleitung, dass das nicht klar ist, auch mit der Kette und so ein paar andere Sachen. Vom Modellbauerischen, von den Bauteilen ist das echt tippitoppi. Das ist absolut auf der Höhe der Zeit. Ich würde sogar noch sagen, aufgrund dessen, dass hier nochmal zwei Figuren dabei sind, aufgrund dessen, ich sag mal, dass hier das Ganze drum und dran, auch mit den Naschibelbildern, dass die Ketten, dass da auch dran gedacht worden ist, würde ich leicht dazu tendieren, dass mir der Border-Panzer doch ein ganz bisschen besser gefällt als der von Ryfield. Bin super, super gespannt, was ihr, ob ihr eine andere Meinung habt, ob ihr, ja, was euch dazu einfällt, was ihr überhaupt von dem Bausatz haltet. Dann Feuer frei, ihr Lieben. Ich bedanke mich für eure Zeit. Macht's gut. Bis dahin, euer Christian von MBK.